Vorrednern. Ja, ich habe eine komplett andere Sicht der Dinge für den heutigen Tag. Wird Sie wahrscheinlich wenig überraschen. Aber aus meiner Sicht zeigt der heutige Tag die wahre Motivation der Opposition. Es geht Ihnen hier nicht mehr um Ibiza, sondern es geht Ihnen um die ÖVP. Sie hat seit vielen, vielen Monaten jetzt versucht, die ÖVP zum Thema im Untersuchungsausschuss zu machen und all das, was auf Ibiza passiert ist, wegzudrängen. Das ist der Opposition hier offensichtlich viel, viel wichtiger. Ich verstehe, dass die Opposition es sehr, sehr ärgert, das, was 2017 passiert ist. Eine große Wahlbewegung, die ein Ende des Stillstandes wollte, wo sich viele, viele Menschen daran beteiligt haben, dass eine Änderung in der Politik auf Bundesebene stattfindet. Und das rechtfertigt aber meines Erachtens nach nicht, dass man dieses Kontrollinstrument im Parlament, das zur Kontrolle der Vollziehung des Bundes dient, dazu benutzt, um mit einer Partei aus der Sicht der Opposition abzurechnen. Das ist nicht der Zugang, wozu ein Kontrollinstrument im Parlament da ist und vor allem nicht dazu, dass Dinge, die rechtens sind, hier in Misskredit gebracht werden und dass Dinge, die nicht hierher gehören, hier bewusst hier hereingezogen werden. Ich glaube daher, dass der heutige Tag im Sinne des Untersuchungsgegenstandes, nämlich herauszufinden, ob in der Vollziehung des Bundes irgendetwas schiefgegangen ist, heute nicht sehr erfolgreich sein wird. Heute wird es im Sinne des Untersuchungsgegenstandes wenig Aufklärungswürdiges geben. Ich glaube daher, dass wir heute mehr Show erleben als wahre Untersuchung und bitte um Ihre Fragen. Jetzt haben Sie, es gab letzte Woche Berichte, wonach die Reformbilder, die Abfahrt in der Kurier hat berichtet von einer Aufsplittung. Davon hat der Justizminister nichts gewusst. Er sagt, es steht überhaupt nicht zur Debatte. Trotzdem fragt man sich, woher diese Pläne kommen. Können Sie dazu was sagen? Und jetzt hat gestern das Unternehmen, wo diese Hausdurchsuchung stattgefunden hat, mit den Masken erzeugt, gesagt, das ist eigentlich ein Angriff auf die ÖVP, wieder der WKStA. Müssen Sie sich ja nicht dagegen wehren, eigentlich als ÖVP, gegen diese Behauptung dieses Unternehmens? Zum ersten Punkt, ich bin nicht Justizsprecher und bin in diese Verhandlungen, die mit dem Koalitionspartner hier auf Justizebene für die Schaffung eines unabhängigen Bundesstaatsanwaltes laufen, nicht eingebunden. Zweitens, was die gestrige Hausdurchsuchung betrifft, ich würde sagen, da gibt es schwerwiegende Vorwürfe von beiden Seiten. Also sowohl der Vorwurf von Seiten der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft als auch der Vorwurf, der vom Unternehmen gemacht wird, sind so schwerwiegend, dass sie meines Erachtens nach schnellstmöglich aufgeklärt werden müssen im Interesse Österreichs, um auch Klarheit zu haben, was ist wirklich dran. Wenn der Vorwurf der Staatsanwaltschaft stimmt, dann gehört es ganz schnell das Verfahren gemacht und auch zu einer entsprechenden Verurteilung zu kommen. Und wenn das andere nicht stimmt, gehört es auch sofort eingestellt. Also ich glaube, wir haben da alle ein Interesse daran, dass der Rechtsstaat hier sehr, sehr schnell arbeitet. Und ich kann die Mitarbeiter des Rechtsstaates nur ersuchen, hier schnell voranzugehen. Entschuldigen Sie, aber Sie haben ja die WKStA auch kritisiert, oder? Das wäre ein Vorwurf an die WKStA nicht. Also wenn die WKStA etwas tut, um sich quasi an der ÖVP zu rächen, wenn ich das jetzt so unterstütze. Ich habe Ihnen gesagt, es gibt schwerwiegende Vorwürfe von beiden Seiten. Ja. Und diese Vorwürfe sind von beiden Seiten raschest aufzuklären. Ich glaube, ich muss ein bisschen relativieren, weil ich die Frage vorher bei den anderen relativ hart gestellt hatte, nämlich was die Aussage des Unternehmens betrifft. Die geht eigentlich nur in die Richtung, weil es ist bedauerlich, wenn man hineingezogen wird in politische Auseinandersetzungen, könnte sich auch darauf beziehen, dass zum Beispiel auf Twitter im Zuge der Ausdruckung dann sofort Sebastian Kurz und seine Bezüge zur Idee Aufklärung aus dem Video und muss das bedeuten, dass das Unternehmen sagt, bei uns ist eine Ausdurchsuchung, weil man es auf die ÖVP abgesehen hat, seitens der Regierung. Vielen Dank für die Aufklärung. Ja. Also, ich habe auch nicht mehr Informationen als Sie. Dann sage ich vielen Dank. Was prügelt du etwas ganz kurz, diese Laptop-Geschichte, wo du sagst, dass seine Frau mit Laptop spazieren ist, ist das üblich?
Ich habe dazu keine Kenntnis, will dazu nur sagen, dass der Finanzminister selbst angeboten hat bei der Hausdurchsuchung, dass er selbst der WKStA ermöglicht hat, auch bei ihm zu Hause eine Hausdurchsuchung zu machen, eine freiwillige Nachschau, wie das richtigerweise ja geheißen hat, und er selbst gesagt hat, dass es einen Laptop gibt, den seine Frau und er benutzen. Vielen Dank.